Stellen Sie sich doch mal vor, Sie müssten vor die Kamera treten und es ist ganz egal, ob da zwei Leute zugucken oder ob da ein Millionenpublikum vorm Fernsehen zuguckt. Da ist Aufregung, da ist Angst, da ist Lampenfieber. Werde ich es schaffen? Werde ich jetzt meine Inhalte auf den Punkt bringen? Wie sehe ich aus? Wie komme ich rüber? Das sind alles Dinge, die die Menschen ja zutiefst bewegen und auch verschrecken. Und wir erleben das selbstverständlich sehr oft, dass am Anfang des Seminars, wenn wir uns vorstellen und wenn wir auch unsere Kameraarbeit vorstellen, also konkret die Kamera auf dem Stativ und die Lichter, die an der Kamera dran sind, dass dann die Teilnehmer schon erstmal einen Heidenrespekt haben und sich wirklich irgendwie ein bisschen fürchten und denken, oh Gott, jetzt geht's mir an den Kragen, jetzt muss ich vor die Kamera treten. Wir nehmen den Teilnehmern die Angst vor der Kamera. Und zwar tun wir das, indem wir sie vorbereiten, natürlich mit Übungen und mit Tricks und Tipps versorgen, aber indem wir sie auch wirklich, ja, auch ins kalte Wasser schmeißen und sagen, Mensch, komm, es ist alles nicht so tragisch, wir sind hier in einem geschützten Raum, wir können hier einfach üben und Ängste abbauen. Wir wollen nicht irgendwie Angst aufbauen vor dem Auftritt, vor den 30 Sekunden, die dann die Menschen vor der Kamera zu sehen sind, sondern eben, dass es ganz selbstverständlich ist, ob eine Kamera ist, da ist oder nicht da ist, aus sich heraus selbstsicher zu sprechen und die Inhalte zu vermitteln, die man eben gerne rübergebracht haben möchte und nicht das, wo einem die Sprache weggaloppiert und wo man dann plötzlich, wo einen plötzlich irgendwie ein Dämon zu reiten scheint und man verplappert sich und man erzählt Schmarrn. Und tatsächlich ist es so, dass durch diese Art, mit der wir auch arbeiten mit den Teilnehmern, diese wertschätzende Art und die Art, eben auf die Persönlichkeit zu gucken und zu schauen, was ist stimmig für diesen Menschen, ja, was sind seine Stärken, durch diese Art schaffen wir es wirklich auch, diese Stärken hervorzuholen und die Menschen so weit zu ermächtigen, dass am Ende des Seminars sie wirklich ganz selbstverständlich vor einer Kamera stehen und die Scheu von vor 2 Tagen verloren haben.